nach den beiden 8-Bit-Versionen geht es jetzt weiter auf den Konsolen mit den 16-Bit-Fassungen, hier mit der Mega Drive-Version. Kurzes Intro hier schon mal. Wie Batman versucht, die Eisprinzessin zu retten. Cooles Intro. Und ein sehr cooles, ein sehr cooler Startscreen hier, finde ich. Es gibt hier auch die Möglichkeit einer Levelanwahl, die werde ich euch dann gleich zeigen. Jetzt gehen wir erstmal ganz normal ins Spiel. Machen wir Options, die Players stellen wir mal auf 7 auf jeden Fall. Wie gesagt, das Spiel ist ziemlich schwer. Special Weapon, Attacke und Jump in der Reihenfolge ABC ist auf jeden Fall okay. Und dann schauen wir mal ins erste Level rein. Das ist schon mal sehr cool gemacht auf jeden Fall. Act 1, Gotham City. So, wir haben links Punkte, die weißen Vierecke sind unsere Energie und drunter ist eine leere Leiste, da ist dann die Energie der Endgegner. Wir haben 7 Leben, wie wir hier sehen. Die Anzeige rechts neben dran weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und die Batarangs haben wir hier 10 Stück. Wenn wir Start machen, haben wir hier unseren Batgürtel. Hier haben wir Rauchbomben, ist es glaube ich. Das ist die mächtigste Waffe dieser Fledermaus-Schwarme im Prinzip. Hier auch nochmal so ein Grapple-Hook und hier der ferngesteuerte Batarang. Bleiben wir jetzt erstmal auf dem ersten. Wir können mit nach unten und C Ebenen runter springen. Mit B schlagen, wir können ducken. Mit C springen, wie gesagt, und auch hier entweder mit nach oben oder schräg nach oben auch die Bettklaue oder den Grapple Batarang holen. So, bei dem Spiel ist es wie bei so vielen auch ratsam, nicht einfach vorzurennen, denn gerade diese Feuersäulen hier, ihr seht, die gehen dann sehr kurzfristig los. Und das ist auch komisch, man kann sich zwar hier dranhängen, aber man bleibt nicht auf der Ebene drauf. Wir gehen mal hier hin. Gold sind echt nicht ohne. Genau, wenn wir nach unten drücken, können wir auch mal ein bisschen nach unten schauen hier. Was es denn hier so anderes gibt, wie zum Beispiel jetzt hier. Und da wartet ein Typ auf uns. Dann springen wir hier rüber. Das Kuriose ist auch, dass er halt, nachdem er diese Klaue hier oder den Batarang irgendwo dran gemacht hat, einfach sofort springt. Also man hat keine Möglichkeit. Man kann jetzt hier nichts machen. Man kann anscheinend nicht hochhangeln. Also man kann nicht, wie wir das zum Beispiel aus der Master System Version kennen, dann irgendwo groß angeln. Und ihr seht schon, die Kollisionsabfrage ist echt nicht so der Brüller. Also auch wenn diese Clowns auf einen zugesprungen kommen, immer eigentlich einen Schritt zurückgehen, weil man es ansonsten überhaupt nicht schafft. Gerade. Ja, wie gesagt, man kann so viel schlagen, wie man will. Sobald die auf einen springen, kriegen die einen, definitiv. Wenn ich aufpasst. So. Genau wie hier. Ich glaube, hier hätte einfach von der Ebene unten drunter am besten schon springen sollen. Unsere Energie ist jetzt noch nicht gerade hoch. Ja,
das war's. Immerhin kann man an derselben Stelle wieder anfangen. So, hier begegnen wir jetzt Catwoman. Die ist eigentlich relativ einfach, wenn ich nicht selber in den Abgrund springe. Im Prinzip, wenn ich mich nicht so anstellen würde, immer auf der Ebene warten, hoch oder runter, wo sie kommt. Hier eins auf den Pelz brennen und dann wieder die Ebene wechseln sofort. Dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Ja, das war nix. Zweifelsfall einfach nochmal die andere Ebene runter. Nicht ganz im Rhythmus ist hier. Aber wie ihr seht, das ist echt kein Hexenwerk hier. Lässt sich sehr leicht austricksen. Hat halt irgendwie auch mit jedem Energiebalken zwei Schläge anstatt nur einen, aber okay. So, das finde ich vom Design her eine ultra geniale Stage, die so schräg läuft. Die ist aber sauschwer. Und ihr seht, was man vor allem machen muss. Hier in die Ecken springen, weil hier Goodies versteckt sind. So, jetzt kommen nämlich gleich diese lustigen, drehenden Clowns an. Die hier, gegen die man keine Chance hat, weil die zwei Treffer brauchen. Deswegen immer mal mit der Taste A ein Battering parat haben. Damit sind sie nämlich kaputt. Das ist ganz wichtig. Kaum eine Chance, wenn die Batarangs auch von diesen Kugeln hier aufgehalten werden. Das ist wirklich übel, dass sie durch die Kugeln von den Typen nicht durchgehen. Wieder einer, okay. So, wie gesagt, die muss man auf jeden Fall einsammeln. Hier kaputt kloppen, damit hier in dem Windschacht nichts uns reinzieht. So, und ich glaube, jetzt kam hier schon die Stelle, da bin ich bis heute noch nicht durchgekommen, ohne mal irgendwie, keine Ahnung, wie man das machen soll. Vor allem, dass an der Stelle, wo man nichts mehr sieht, auch noch Stacheln sind. Gemacht bis zum geht nicht mehr. Hier muss man sich echt konzentrieren. Ja. Komm, dreh dich um. So. Jetzt wird es schwierig. Wir haben nämlich gar nicht viele Batarangs und der Endgegner hier ist jetzt auch nicht gerade einfach. Ja, vor allem, wenn man dann nach ganz unten geschmissen wird. So, einen haben wir. Den anderen Kollegen versuchen wir jetzt mal mit den Batarangs kaputt zu kriegen. Was Tolles hier.
komm. Das darf nicht wahr sein. So, und jetzt wird es nämlich richtig schwer. Wir haben nämlich jetzt keine Batarangs mehr und müssen den kompletten Endgegner wieder von vorne machen. Ihr seht, das ist einfach nur unfair bis zum geht nicht mehr gemacht. Vor allem, warum wird man denn jedes Mal nach ganz unten befördert? Ja. Und wie gesagt, also ohne jetzt jegliche Waffen hier, schwierig. Schwierig bis unmöglich eigentlich. Ja. Oh, wir haben ihn. Unglaublich. Mit 2 Energiepunkten noch. Hätte ich nicht gedacht. Aber dafür haben wir jetzt gar keine Goodies mehr. Fast. Das macht es jetzt auch nicht gerade einfacher für die Kathedrale. So. Ja, hier das gleiche Spiel. Eigentlich zurück, aber er ist halt so lahm in der Bewegung, dass man jetzt auch nicht so ohne weiteres einfach mal schnell zurücklaufen kann, um diesen Typen auszuweichen. Ja. Gemeinheit. Ihr seht schon, dass hier im Vordergrund diese Säulen sind und die verstecken ganz gern auch mal hier einen Abgrund, wenn man nicht genau hinguckt. Ja, hier die linke Säule, wo man wieder runterfällt auf die vorherige Ebene. Ja, wie gesagt, das Spiel ist halt leider wirklich extrem unfair gemacht und einfach zu schwer dadurch. Was es eigentlich gar nicht nötig hätte. Wie gesagt, das ist, ich finde es grafisch fantastisch. Wirklich super gut. Und wenn man hier ein bisschen ausgewogeneren Schwierigkeitsgrad gemacht hätte und die Steuerung nicht so hakelig wäre und vor allem die Kollisionsabfrage besser wäre. Das ist eigentlich das größte Manko hier an dem Spiel. Dann würde es auch deutlich mehr Spaß machen. Das wollte ich gerade sagen. So, nächstes noch. Unsere Energie kriegt, aber ihr habt auch gesehen, was passiert. Diese Energie, die ist nicht sofort da. Sondern da muss man warten, bis dieses Teil jetzt runtergefallen ist in unsere Leiste unten. Dann ist es erst verfügbar. Ja? Das ist auch so eine Sache, wo ich denke, ja, also. Wenn ich Energie aufnehme, ist sie da, fertig. Da muss ich nicht auch warten, bis das Ding da runtergefallen ist und in meinem Bettgürtel hängt oder in meiner Anzeige. Das ist echt ein bisschen bescheuert. Man hätte hier ein richtig cooles Spiel draus machen können. Wenn die Kollisionsabfrage, wie gesagt, vor allem nicht so katastrophal wäre. Blinkt schon wieder. Beste Voraussetzung für den Endbosskampf gleich. Beziehungsweise auch hier kommen jetzt. Ja, wie soll man da ausweichen? Du siehst überhaupt nicht, wo die Typen herkommen. Ja. Sorte hier rum. Ja. Keine Chance. Aber auch so ein Gegner, den man jetzt auch für das Spiel nicht bräuchte. Ne? Batman Returns sind keinerlei
allerlei Gargoyles irgendwo durch die Gegend gesprungen, weil sie zum Leben erwacht sind. Also, diese unfairen Stellen sind mit Sicherheit irgendwie zu machen, aber man muss sie halt dafür auswendig lernen oder genau wissen, wo was wann passiert. Bisschen schade. So, jetzt wird es schwierig, weil wir... Ah doch, wir haben 30 Battle Rings. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren mit dem Pinguin. Jetzt kommt nämlich der erste Kampf gegen den Pinguin. Steuerten mehr. Aber was wir auf jeden Fall jetzt mal machen können, dass ich euch das zeige, ist der Bat-Schwarm. Na. Na, das schaffen wir aber wieder nicht. So, eigentlich müssen wir jetzt nur noch einen Bat-Schwarm auf den Pelz jagen. Und dann müssten wir es eigentlich geschafft haben. Natürlich nicht. Ach, haben es aber trotzdem geschafft. Sehr schön. So, congratulations. Act 1 clear. So, Act 2, Shrek's Wonderland. So, hier kommen jetzt schon die altbekannten Motorrad-Freaks. Die werden wir auch in der Super Nintendo-Version und auch in der Amiga-Version dann noch sehen. Ja, schön vorsichtig vortasten. Ja. Keine Chance, also das ist so schnell kannst du überhaupt nicht reagieren. Das ging jetzt mal. Ja. Ja, ihr könnt ja auch mal auf Standbild machen, hier an der Stelle, wo die Kollegen einen treffen. Wo ihr dann mal die tolle Kollisionsabfrage seht. Ich habe mir den Spaß gemacht, das mal gemacht. Also da war locker so ein Stück Platz vor der Kollision von Batman und dem Typi. Ganz schlimm. Aber auch das ansonsten grafisch echt super. Also top, top gemacht eigentlich. Echt schade, dass hier die Spielbarkeit eigentlich den ganzen Spielspaß kaputt macht. Sehr schön. Ach Gott, ja, der Typ. Das ist auch so eine Sache. Man muss hier hoch. Der folgt einem nämlich hier wie sonst was. Ja, mach mal irgendwas. Aber hier kommt man nicht hoch. Man muss durch eine dieser... Da, wo er halt was durchschmeißt. Ah. Ja, keine Chance. Keine Chance. Wie gesagt, wenn der hier schon steht, ist es schwierig. Eigentlich auch wieder ganz geil gemacht, ne, dass er die Buchstaben nimmt. Ah.
Diese Kollisionsabfrage. Komm hier runter. Bitte. Leute, Leute, Leute. Ich wollte eigentlich nur die Energie da unten nehmen. Keine Chance. Warum ist er denn jetzt nicht hier hochgesprungen? So. Haben wir jetzt irgendwas Dolles, was wir dem entgegenschmeißen können? Keine Chance. Unglaublich. So, okay, aber ich denke, das reicht uns für diese Stages. Dann schauen wir doch einfach mal in eine höhere. Wie gesagt, Level Select gibt es hier. Dafür müsst ihr den zweiten Controller anschließen und hier im Startbildschirm dann rechts, links, unten, oben A, B, B, A machen. Und dann auf dem Controller 1 zu den Options wechseln, nach rechts und Start. Und dann haben wir nämlich jetzt hier ein cooles Auswahlmenü. Shrek's Wonderland, wie gesagt, hatten wir eben. Aber wir nehmen dann einfach mal eine höhere Stage, den Red Triangle Circus zum Beispiel. Act 3 Red Triangle Circus. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht reingespielt. Okay. Aha. Ich vermute einfach mal, ich darf nicht in den Abgrund hier rein. Wie soll man denn da rüberkommen? Hä? Das ist ja bescheuert. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe keine Ahnung, wie ich rüberkommen soll, liebe Leute. Ich weiß es nicht. Können wir denn mit dem... Ach, den haben wir auch nur einmal, okay. Nee, keine Ahnung. Aber er kann ja auch nicht irgendwie nach unten gleiten. Ah, man kann hier hoch. Okay. Das muss man natürlich auch wissen. Ah, jetzt können wir inzwischen auch. Meine Freunde. Ach. Okay, guck mal rüber. Nö. Kommen wir hier runter. Probieren. Nö, kommt man auch nicht. Irgendwas boxen wir hier. Statue vielleicht kaputt boxen. Passiert aber auch irgendwie nichts. Hm, das bringt es jetzt gerade nicht so wirklich. Kollegen wenigstens schon mal kaputt. Aber also hier passiert nichts. Ah, hier kann man. Aha, das ist ja auch nett. Okay. Selbst der kleingemachte Hut kann uns schaden. Bestimmt auch wieder hoch. Nur an einer Stelle. Auch cool, dass sie halt einen Meter nach hinten fallen, wenn er getroffen hat. Das ist natürlich schon schwer genug werden. Grafisch finde ich die auch wieder sehr cool hier, die Stage. Gefällt mir richtig gut. Oh.
gemacht. Hier unten hätten wir wahrscheinlich jede Menge Gummis noch mal mitnehmen können. Mache ich keine Experimente, die nehme ich einfach alle mit dem Batarangs. Boah, die gehen mir richtig auf den Keks hier. Nicht weiter. Ja, das war's jetzt auch gleich. Oh, Energie. Sehr gut, immerhin ein bisschen. Repetitiv hier. Ja, immerhin geschafft. Auf Anhieb. Schaffen wir das hinter denen? Vermutlich nicht. Ja, den großen Gotham City Weihnachtsbaum. Cool. Das ist nicht so cool. Wo müssen wir denn weiter? Ah, nein, nein, da wollte ich gar nicht hin. Okay. Okay. Ja, dann spielen wir doch vielleicht noch mal in eine weitere Stage rein. Machen gerade noch mal unser Level Select. Und gucken noch mal in die letzte Stage, Penguins Lair, was uns da so erwartet. Oh ja, mein Liebling, wenn man auf Plattformen rutscht, oh, da ist man sofort tot, okay. Das ist schon wieder jetzt meine Lieblings-Hass-Stage. Okay. Okay, wir sollen hier weiterkommen. Keine Ahnung. Bin ich gerade überfragt? Also im Wasser kommen wir nicht weiter. Das war ja schon mal klar. Irgendwie kommt man bestimmt da hoch, aber wie? Man kann im Flug auch keine Treppe reinschmeißen, ne? Sieht aus wie eine Glocke. Über die Rücken oder so. Hm. Okay. Ach, hier dran. Okay. Ja, hat man gute Chancen, ne? Also. So. Da hinten kommt man auch höher. Die Frage ist, wo wir hin müssen. Ach, yo! Nettigkeiten hier. Das
auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich gehe mal links weiter. Puh, Wahnsinn. Wie viel wir hier kriegen? Einmal und noch einen? Nee. Zu schön gewesen. Wieso kriegt man den denn? Ja, ich möchte bitte meinen Bettehaken, meinen Betthaken da oben hin machen. Also das ist auch so eine Sache, ich habe den doch hier gerade durchgeschossen. Es gibt hier einen Pixel anscheinend, an dem man mit dem Betthaken da hochkommt. Mich völlig nervös sowas. Ne? Wie willst du da hochkommen? Völlig frustrierend einfach nur. Ja, also liebe Leute, hier werden wir keinen Blumentopf mehr gewinnen jetzt heute. Vielleicht stelle ich mich auch nur ein bisschen an, aber ich glaube es nicht. Komm, mach sie kaputt. Ja. 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 Tolle Stage. Das ist mir auch echt ein Rätsel. Manchmal hängt er die Batclaw halt da dran und manchmal nicht. Und nicht einfach. Ja, da kommt man natürlich auch nicht hin. Springt dann auch einfach direkt los, ne? Dass man nirgendwo mehr hin kann. Lass es gut sein. Also, sehr viel Potenzial verschenkt leider dieses Spiel. Hätte ein tolles Spiel werden können. Wie gesagt, grafisch finde ich es fantastisch. Kollisionsabfrage, Grad an Unfairness einfach unübertroffen hier. Schade. Sehr schade. Gut, das wäre es mit der Mega Drive-Version. Ich mache eine kurze Umbaupause und wir sehen uns dann wieder zur Super Nintendo-Version.